Hallo liebe Spirituosenfreunde und herzlich willkommen bei eurem Spirituosenhaus Ormelo. Ich bin der Spirituosen-Ömmes und heute hier mit meiner Mutter Andrea. Hallo. Und heute haben wir für euch den Paul John Indian Single Malt. Ja, also heute haben wir für euch dann mal ein Peated Whisky dabei und wenn ihr unseren Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass ich eigentlich mehr die Rums und andere Sachen mache und meine Mutter macht normalerweise die Whiskys. Aber heute haben wir uns gedacht, machen wir das mal zusammen, ja? Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, den ein bisschen zu beschreiben. Also Paul John kommt aus India, in der Nähe von Gao. So nennt man das in Deutsch, Gao. In Deutsch nennt man es mehr, ich würde es immer aussprechen. Goa, ah, Goa, ja, genau. Goa, das ist richtig, nicht Gao. Goa, steht Goa, hier natürlich genau. Auch drauf. Ja. Und ist im Süden. Ja, ist glaube ich in der Nähe vom Himalaya, weiß ich genauer. Ja, so im Süden Indiens, die Region ist wohl ziemlich bekannt, weil das auch eine große Touristenregion ist, also wo auch viele Urlauber aus dem Rest des Landes oder auch Inder. Ich glaube, da gehen die ganzen Möchtegern-Hippies, die gehen alle nach Goa. Ja, hab ich, glaub, das kann, erst. Also Goa ja. Ist eigentlich vielen ein Begriff. Ne? Aber wir sind ja hier, um über den Whisky zu sprechen. Ja? Also dies ist der Peated Select Cask, würde ich sagen, holen wir doch mal die Flasche raus. Also kommt schon mal in so ein schöner Box auf jeden Fall. Ja, sehr daher. Edel sieht die aus. Ja, es ist natürlich in der Flasche nicht mehr ganz so viel drin, weil meine Mutter damit schon mal ein Whisky-Tasting gemacht hat und das ist dann übrig geblieben und da haben wir uns gedacht, da machen wir nochmal schnell ein Video, weil Paul John natürlich auch eigentlich sehr beliebt ist. Ja? Also und, die letzten Jahre also auch sehr beliebt in Europa, also auch in Deutschland setzt er sich immer mehr durch. Es ist vielleicht noch ganz schön zu sagen, gegründet wurde sie 1992. Allerdings damals hauptsächlich mit einem Blend, der sich National Distillery nannte. Ein paar Jahre später legte sie eigentlich viel mehr ihr Augenmerk auf mehr Qualität und ist, ich glaube, 2012 das erste Mal jetzt so, genau. Ja, du bist der Whisky-Experte. Genau, in Europa vorgestellt worden. Damals in London auf einem Tasting vor und dann kam eben das immer weiter, dass es auch nach Europa kam. Nur bei uns in Europa ist es immer noch so, dass das Augenmerk mehr auf dem Single Malt ist für uns einfach, dass es ja für mehr Qualität spricht, obwohl es super tolle Blends gibt, die man also auch wirklich richtig gut genießen kann. Ja, Indien ist ja jetzt auch nicht so direkt das erste Land, was man mit Whisky in Verbindung bringt. Ja, rum, aber ich glaube, die haben jetzt mittlerweile schon einige, oder? Also die haben eines. Also ich denke mal, Paul John und natürlich immer noch der Vorreiter ist der indische Amrut. Ach so, ja genau, bei denen habe ich gesucht. Der ist noch ein bisschen bekannter. Der ist noch, also noch bekannter als der Paul John. Und was einfach nur in den tropischen Ländern ein Problem ist, ist einfach der Angel Share, diese Verdunstung aus den Whiskyfässern. Man hat so eine Faustregel, dass man sagt, ein Whisky, der ein Jahr in Indien im Fass liegt, entspricht ungefähr 4 Jahre Reifung in Schottland. Schottland hat natürlich auch nicht das schönste Wetter. Indien wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, das ist vielleicht so zweigeteilt. Also ich finde, Indien gibt es heiß, heißer am heißesten. Ja, dann würde ich sagen, also 55,5% hat er. Ja. Nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Das wollte man noch sagen, ja. Mhm. Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal, weil dafür sind wir ja hier, nicht über die Theorie zu sprechen. Doch, manchmal gehört auch ein bisschen Theorie dazu. Wie gesagt, ein Alter haben wir fast nirgendwo, auch nicht beim Amrut, auch nicht beim Paul John, weil einfach das Alter ein großes Problem ist. Ich denke mal, wenn die das 15 Jahre im Fass lassen, machen das Fass auf und es wird nicht mehr viel drin sein. Ja, dann schauen wir uns mal die Farbe an. Ich würde sagen, so goldenen Bernstein. Ja. Ne? Ja. Sieht auf jeden Fall nicht
nicht schlecht aus. Ist nicht gefärbt, oder? Haben Sie gesagt? Genau, er ist nicht gefärbt. Ne? Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, er ist also komplett im Bourbonfass gereift. Also, dass man jetzt auch als erstes so diese Vanillearomen hat. Ja. Ne? Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen die Bourbonfass-Influence. Habe ich auf jeden Fall schon mal. Eigentlich ein sehr dezenter Rauch. Ja, also ich wollte es gerade sagen, also der Peat-Aromen sind eher angenehm. Angenehm bis mild, würde ich sagen. Ne? Ja, ein schönes Raucharoma. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja, dann probieren wir doch mal. Sehr komplex gehalten. Ja, also ich auf jeden Fall die Peat Influence ist auf jeden Fall noch angenehm. Also er ist nicht zu stark. Es ist ein schöner Rauch, ist es, aber jetzt nicht, wie man von Eilage kennt, also jetzt einen getorften. Das ist gar nicht. Also daher, der Rauch ist wirklich schön eingebunden. Er ist sehr komplex und man hat auch nicht so, bei 55,5% ist ja manchmal, dass man eine unheimliche Alkoholstärke. Nee, das habe ich eigentlich eher noch an der angenehmen Seite, würde ich sagen. Genau, also ich finde ihn auch sehr angenehm vom Alkohol her. Jetzt habe ich aber auch ein bisschen Spices, ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen gewürzigen. Ja. Also es ist schon ein bisschen Chili. Habe ich schon so ein bisschen jetzt auf der Zunge. Ne, Chili. Schärfer? Ja. Ja. Ne, Chili und Schärfe habe ich nicht. Bisschen gewürzige Schärfe hat er für mich. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Whisky-Experte, das ist meine Mutter. Aber ich muss sagen, für den Peated Whisky ist er auf jeden Fall sehr angenehm, weil der ist natürlich nicht für jeden. Ne? Nicht jeder mag einen. Nicht jeder mag, aber wenn ihr mal. Also den könnte ich schon so empfehlen als Einsteiger. Peated, also der ist schon. Aber dann vielleicht bei Einsteiger wirklich mit ein, zwei Tröpfchen Wasser. Haben wir im Moment leider nicht auf dem Tisch stehen, dann macht er sich nochmal anders. Wir sind ja auch keine Einsteiger, ja. Das ist natürlich. Nein, aber es ist, also wenn wirklich so Einsteiger sind, nehmt euch wirklich ein paar Tröpfchen Wasser. Der Whisky macht sich nochmal schön auf. Er wird teilweise wirklich sogar noch runder im Geschmack. Also wie gesagt, als ein Rauchwhisky, angenehm, auch die 55,5% Alkoholstärke, ist wirklich schön komplex eingebunden. Also ich habe überhaupt keinen Brennen vom Alkohol. Nee, ich habe auch den Peated, wie gesagt, ich bin nicht der so der Whisky-Fan ist, aber ich habe den Peated jetzt so im Nachklang noch schön drin, also angenehm drin. Angenehm, ja. Das ist jetzt ganz nicht so, genau, dass du denkst, oh, ich habe gerade ein Kilo Torf gegessen, das ist eher angenehm. Und ich habe noch immer die Würze so ein bisschen. Also meine Würze habe ich auch, aber so ein bisschen auf Schärfe. Nee, Schärfe, also ich habe das nicht so wie beim Talisker, wo ich die Pfeffernote, die Chilinote, das habe ich nicht. Aber auch das ist jeder, Gott sei Dank, schmeckt es anders. Aber ich muss sagen, angenehm, auch können wir auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht der Preis nochmal so um die 50, glaube ich, oder? Ja, genau, um die 50. Für einen 55,5%. Ja. Also muss ich sagen, ich bin angenehm überrascht, weil als meine Mutter vorgeschlagen hat, wir machen ein Peated Whisky Tasting, habe ich gesagt, ich bin eher der Rum, der gerne mal ein Rum-Tasting macht, ob wir nicht einen 50 Euro Rum testen können. Ja? Aber wir hatten die Flasche jetzt schon. Und würde ich sagen, angenehm überrascht, ja? Willst du noch irgendwas sagen oder wenn nicht? Nein, ich denke mal, wir hoffen, dass es eine ganz gute Information für euch war. Und wie gesagt, probiert ihn mal selber aus. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.